Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Donnerstag, den 25. Mai. Heute dabei Xbox, IKEA, Facebook Live, Kodi, VLC und Pinterest. Starten tue ich mal mit einem Spielethema, denn am 1. Juni startet jetzt der Xbox Game Pass für die Xbox One. Das ist eine Art Netflix für Spiele, kostet 10 Euro im Monat und dann hat man Zugriff auf eine Bibliothek mit über 100 Spielen, die man dann runterladen kann und endlos spielen, solange man das Abo hat. Schöne Sache, wie ich finde. Ist eine interessante Mischung von Spielen bei, natürlich auch viele ältere Sachen. Jetzt nicht die riesen neuen Blockbuster, aber auf jeden Fall für Spieler oder für viel Spieler ein schönes Thema, wie ich finde. Smart Home, da mischt ja auch seit kurzem IKEA mit der Serie IKEA Drahtfree, ich weiß nicht, wie man es genau ausspricht. Das sind die LED-Birnen von IKEA, die man mit Fernbedienung und mit einer App steuern kann. Das ist schön und gut, war bis jetzt eine Insellösung und die wird demnächst nun kompatibel sein mit Apple HomeKit, Google Home und dem Amazon Echo. Schöne Sache. Und bestimmt ein guter Einstieg für viele in dieses Thema Smart Home oder sagen wir lieber Connected Home. Und ich glaube, da tut sich was und sehr spannend ist natürlich auch zu sehen, ob jetzt die IKEA-Sachen dann auch zum Beispiel voll kompatibel sind, wenn man eine Mischung hat und bereits Philips Hue-Lampen im Einsatz. Und da halten wir ein Auge drauf. Ich persönlich habe ja Interesse an dem Thema. Und freue mich drauf, werde auf jeden Fall, ich glaube, die eine oder andere Sache aus diesem Programm dann kaufen, sobald die Kompatibilität gewährleistet ist. Facebook Live, die haben zwei neue Funktionen eingerichtet. Einmal für Zuschauer und einmal für Leute, die entsprechend halt live streamen. Zuschauer können sich nämlich jetzt zu einer Live-Übertragung eigene Chaträume erstellen, sich Freunde da einladen und dann zusammen in dem Chatraum über einen entsprechenden Livestream auf Facebook sich austauschen. Auf der anderen Seite haben nun auch selber Ersteller von einem Livestream die Möglichkeit, jemanden hinzuzuholen und der streamt dann mit einem zusammen. So könnte man theoretisch halt auch an zwei verschiedenen Standorten sitzen und somit einen Livestream bedienen mit einem Interview. Das ging bislang auch schon, aber nur bei großen, bekannten Personen und Firmen. Aber jetzt ist das für jedermann verfügbar. Auch wieder schöne Sache und eindeutig hier, was Facebook möchte. Wir sollen mehr Live-Video gucken und anscheinend steckt da jetzt die Zukunft. VLC und Kodi, also VLC, der Stream, der Videoabspieler, also Streams kann man ja auch mit ihm abspielen, also der Medienplayer, der total beliebt ist mit diesem komischen Baustellenhütchen als Logo. Und Kodi, das Media Center, was auch sehr viele im Einsatz haben, um Filme, Videos, Musik zu Hause abzuspielen. Die waren bislang angreifbar und das wird jetzt transparent. Die konnten nämlich über eine Untertiteldatei angegriffen werden. Und dann können natürlich Hacker machen, was sie wollen, mehr oder weniger. Und die Geräte manipulieren. Und das ist jetzt transparent. Es gibt halt auch diverse neue Fixes. Also von daher, wenn ihr Kodi und VLC im Einsatz habt, guckt euch das mal an. Ich habe mir einen Link hier reingepackt in die Shownotes. Und da habt ihr alle Infos. Und dann würde ich sagen, direkt die Programme entsprechend updaten, damit ihr da auch wieder sicher seid. Also ich selber finde es ein wichtiges Thema, aber habe zum Glück auch die Untertitel auch nie großartig im Einsatz gehabt. Ja, und das letzte Thema heute ist Pinterest. Die haben vor einiger Zeit die Pinterest-Funktion Lens, also Linse, eingeführt, wo man Sachen mit scannen konnte und die wurde jetzt erweitert. Das heißt, wenn man jetzt Essen damit scannt, dann erkennt Pinterest, was das für eine Art Essen ist. Also die Zutaten, markiert die
und stellt euch dann sogar Rezepte zur Verfügung, die auf Pinterest abrufbar sind. Spannendes Thema und ja, also in dem Artikel, den ich verlinkt habe, wird auch von Shazam fürs Mittagessen geredet und das ist besonders witzig, weil die Serie Silicon Valley, wo jetzt gerade aktuell die 4. Staffel läuft, dort genau so eine App gerade das Thema ist und jetzt hat die Wirklichkeit die Fiktion eingeholt oder überholt sogar. Ich probiere es auf jeden Fall aus, schon allein, weil ich Silicon Valley gucke und das da gesehen habe. Und bin gespannt, wie gut das funktioniert. Und das war's dann auch schon für heute. Ich wünsche euch einen schönen Start in den Tag. In Deutschland ist zumindest Feiertag. Das heißt, viele von euch werden gar nicht arbeiten gehen und vielleicht einfach mal länger ausschlafen. Trotz allem, ich hoffe, ihr hattet ein paar interessante Themen heute im Geekhop Daily dabei für euch. Und wir hören uns dann zum Ende der Woche morgen wieder. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.